Surala und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu FIFA 19, der Prognose, DFB-Pokal, dritte Runde, der Hamburger SV, ein für mich besonderes Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Jawohl, so schaut es nämlich aus und der Club hat ja, was hat der Club? Ich bin ja auch ein sehr, sehr großer HSV-Sympathisant. Also ich verfolge jedes Spiel. Also wenn der HSV spielt, dann schaue ich immer lieber in HSV, bevor ich irgendwie Konferenz schaue oder was. Seit Jahren. Ja, auch schon seit fast 20 Jahren HSV-Sympathisant. Natürlich Club die Nummer 1, aber HSV schaue ich mir doch immer wieder gerne an. Deswegen auch für mich ein besonderes Spiel. Ich grüße auch alle HSV, Uppsala, HSV-Anhänger. Grüße ich. Viel Spaß bei der Prognose. Wir lassen ja wie gewohnt, ach schön, Volksparkstadion in Hamburg. Sehr schön, ich freue mich. Club spielt ja morgen, HSV. HSV ist natürlich der klare Favorit, liebe Fußballfreunde. Die Stimmung ist hervorragend im Stadion. HSV ja aktuell Tabellenerster, wir Tabellenletzter. Ja, sollte auch mit dem Teufel zugehen, wenn wir weiterkommen würden. Ich würde es mir natürlich gönnen. Ich bin hier natürlich auch parteiischer. Natürlich für den 1. FC Nürnberg auf jeden Fall, um Gottes Willen. Aber ja, HSV wünsche ich natürlich auch gerne wieder den Aufstieg, dass der Club dann auch in der nächsten Saison vielleicht mit ein bisschen Glück Bundesliga-Luft gegen den HSV spielen kann und schnuppern kann. Würde mich freuen, aber danach schaut es ja doch hier wohl zu Beginn der Rückrunde mal so gar nicht aus. So, wir legen jetzt los. DFB-Pokal, dritte Runde, 18.30 Uhr, morgen Abend im Hamburger Volksparkstadion. Der Club zu Gast beim HSV. Und die kommen über Naray, Hunt, Sakai, Obacht, Lasoga. Ach, wir haben die Dinger nicht gemacht. Fällt mir jetzt gerade ein. Mannschaft umändern, ne? Wollte ich ja auch ein bisschen, einen Deuter zumindest raustun. Hier sieht man auch abseits, ganz klar. Ne, Flutlichtspiel wollte hätte ich auch machen können. Aber okay, wir müssen. Alter, Lasoga. Obacht, Naray, der Ex-Förder. Das möchte er stark aufgepasst von Mark Reiter. Yeah. Sehr schön. Jetzt lauf ein bisschen. Ah, zu spät. Na, kommt er hin. Sehr schön, stark. Ja, was war das jetzt? Was war das jetzt? Bitte schön. Und es gibt Einwurf für den Hamburger SV. Sakai. Hand. Stark. Yeah. Träumler. Pereira. Was ist das? Eieiei. Aber zumindest der Versuch. Der Club, der traut sich. Der Club ist mutig. Der Club versucht natürlich heute das Wunder zu vollbringen und gegen den HSV in die nächste Runde. Ich glaube, dann ist Achtelfinale. Ne? Ich glaube, dann ist Achtelfinale, wenn wir das gewinnen sollten. Aber kann auch richtig spannend werden hier. So, jetzt Leute, der FC Nürnberg mit der nächsten Möglichkeit. 11. Spielminute. Junge, Junge, Junge. Eduard Löwen, kennst dich aus. Eieiei. Boah, Naray, Obacht geben. Obacht geben, Naray mit der halbhohen Flanke. Und dann kann er ganz gerade noch, kann er noch klären. Hamburger Fans sind optimistisch. 13. Spielminute. Es gibt hier auch jetzt den ersten Eckball für den Hamburger Sportverein. So, wir dritten Deutsch wieder, Naray. Santos.
Ja, kurze Ecke. Ja, was ist das? Eieiei, die Ecke habe ich auch noch nicht gesehen. Ey. Haben es gut gemacht, ja. Haben es sehr gut gemacht, sehr schön. Ich finde es voll Volksparkstadion. Ich war ja selber noch nie. Also ich war schon mal in Hamburg, Clubspiel. Das war aber Mitte der 90er bei, auf St. Pauli. War ich da mal am Millerntor. Aber zum Hamburger Volksparkstadion würde mich auch gerne mal jucken. Schon cool alles. So, jetzt erlernt der Club vielleicht. Auf, drauf, auf die Mutter. Stark! Ah, gibt aber Einwurf für den HSV. 16. Spielminute. Ja, das Spiel. HSV versucht natürlich das Spiel zu machen, aber Nürnberg kann das momentan sehr gut dagegenhalten noch. Die Frage noch, wie lange, wenn der HSV-Express mal ins Rollen kommt, dann geht's schnell. So wie hier, Jatta, was für ein Wahnsinnspass. Jatta ist jetzt im Strafraum. Was macht der passt hier hin? Und dann ist noch ein Arsch von einem Klubberer dazwischen. Er hat sich dazwischen kackt. Jo, Mühl, Alter, mit dem Buckel. Dazwischen gibt Eckball Nummer 2 für den HSV. Nochmal so gute Ecke wie gerade eben. Jetzt pass auf, was die jetzt machen. Jetzt pass auf die Ecke. Nochmal Sanders. Übelst verdächtigen. Ne? Jetzt haben sie was gelernt. Ne? Und es gibt nochmal Ecke. Dritte Ecke. Das HSV, 20. Spielminute. Immer noch 0:0. Der HSV macht jetzt langsam Druck. Will das Führungstreffer. Will den Führungstreffer. Hier. Im DFB-Pokal. Nochmal. Santos hebt den Arm. Sagt, Obacht Jungs, jetzt kommt der Ball. Machen sie aber wieder kurz. Oha. Den habe ich auch schon fast im Ausgesehen. Obacht geben. Santos. Nochmal Flanke ist da. Wird aber erstmal abgeklärt. Klub muss die Kugel irgendwie hinten rauskriegen. Kriegen sie es aber nicht. Und da wird der Bates. Obacht. Vorsicht. Oh, klasse. Stark. Oh, klasse gehalten von Bredlo. Junge, Junge, Junge. Da war er ganz frei vom Tor. Hier siehst du da besser 90% der Klub. Ist natürlich stark, aber so oft waren die jetzt auch noch nicht am Ball. Der HSV, jetzt ist er wieder am Drücker. Über Holtby, auf Hand. Obacht, was macht der? Nächste Flanke. Ich hau jetzt die Kugel weg da. Eieiei, erst einmal klären, aber so richtig klären kann der Club auch nicht. So richtig klären kann der 1. FC Nürnberg gerade auch nicht. Hand, nochmal Hand, Schuss. Und Hamburg führt 26. Spielminute, 1:0. HSV, hochverdient. Der Kapitän möchte selber, Aaron Hunt, mit dem 1:0. Ach, ist das bitter da. Kommt, Nenner. Kommt! Kommt, Jungs! Jetzt hat er. Und abputzen, weiter geht's, kommt! Körpersprache heißt es jetzt zeigen. Ordentliche Körpersprache zeigen. 26. 1:0 für der Favorit gegen das Tabellenschlusslicht der Fußball-Bundesliga. Löwen. Ah. Naray. Lasoka. Ah, Sakai. Lasoka. Naray. Obacht. Nächste Ding. Jetzt das noch. Dunderwetter, du. So, gut. Markreiter. Petrak. Behrens, wo schießt der hin? Diese hohen Bälle bringen nichts. Wieder Naray auf der rechten Seite. Gefällt mir da heute doch ziemlich gut. Sorry, dass ich das so sagen muss. Obacht! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt mal reißt euch zusammen, Club! Reißt euch zusammen, echt. Lasoga.
Oh, Jatta! Obacht! Nächste Ding! Oh, Bredl und noch dazwischen! Der Teufelskerl! Bredlo, Riesenmöglichkeit, Jatta, Alter. Oh, mit den Haxen wie ein Handballtorhüter. Ja, und da schimpft er mit seinen Vorderleuten. Und mit was? Mit Recht. Nächste Ecke. Naray, dreht die Kugel rein. Allmächtner. Sakai. Hopp dazwischen. Yeah, komm. Stark. Ja, und jetzt dauert es wieder zu langsam da. Aber jetzt nochmal Ruhe. Das Spiel aufbauen. Sehr schön. Boah, Glück gehabt, dass der Club da noch hinkommt. Boah, da wird er aber auch umkult, Schiri. Schiri sagt aber weiter. La Soga. Kann sich mit dem Ball behaupten. Hand, Bates. Mangala. Holtby. La Soga. Obacht geben jetzt erst FC Nürnberg. Jada. Santos. Oh nein, bitte wieder nicht Ecke. Jetzt gibt es schon wieder Ecke. Ey. Das geht mir doch so auf den Sack jetzt hier. Hier nochmal, alter Bredlo. Schau mal her. Ey. Alter, der wird passt. Weltklasse-Parade von Bredlo. Was macht denn der Müll da? Wieder kurz, Alter. Die lernen das auch nie. Das gibt es schon wieder. Das kotzt mich an, FIFA, echt. Schon wieder Ecke da. Ist der Santos zu blöd, eine Ecke gescheit zu schießen? Oh, das hat er gekehrt. Jetzt macht er eine. Ha, schau her, das ist der. Alter, was machst denn du? Wer war das schon wieder? Beim Club. Gibt auf jeden Fall Einwurf für den HSV. 44. Minute. Gleich ist Pausentee angesagt. HSV versucht es nochmal. Die Flanke ist gut. Kann aber erstmal geklärt werden. HSV bleibt aber am Drücker. Junge, Jesus Maria. Obacht! Nächste Möglichkeit. Wieder Haxen dazwischen vom Club. Wieder ein Haxen dazwischen vom Club. Und es gibt nochmal Einwurf für den HSV. Und 4 Minuten Nachspielzeit, Freunde. 4 Minuten Nachspielzeit. Wo haben die das her? Ey? Sehr schön. Jetzt muss es vielleicht... Ah, wollte ich sagen. Jetzt muss es vielleicht schnell gehen. Die passen so sinnlos hin und her. Also, und dann verlieren die wieder die Kugel. Und dann gibt es aber doch Glück gehabt für den ersten FC Nürnberg. Nochmal Freistoß. In der 45, jetzt schon plus 4. Letzte Minute ist angebrochen hier in der ersten Halbzeit. So, was wird das jetzt, bis der den Ball holt? Dann ist Feierabend da. Bis der den Ball holt, ist schon Mittwoch. So, Markreiter mit dem Freistoß, super. Wirst du auch nicht mehr großartig was machen können. Na, schau her. Ah, und dann ist er im Aus. Und dann pfeift er, denke ich mal, gleich zur Halbzeit. So ist es. 1:0. Hochverdient für der HSV gegen den ersten FC Nürnberg. Ach, vom Club gar kein Torschuss, ne? Also überhaupt noch nicht aufs Tor geschossen, schau her. Boah, also echt wie im Real Life, ne? HSV hat ja auch so riesen Chancen gehabt jetzt. Gehe ich aus Sandhausen in der ersten Halbzeit. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn, was die Chancen gehabt haben. Unglaublich. Aber hier, das ist so wie in Real Life momentan. Ne? HSV wirklich gut, spielen sich Torchancen raus. Und beim Club fehlt halt die Durchschlagskraft im Mittelfeld, beziehungsweise dann auch im Sturm. Die haben jetzt in Ilicevic geholt, der Arma beim HSV gespielt hat. Ob der es rausbringt, ob der es rausreißt beim Club. Ich mag es zu bezweifeln. Es war ja auch dann nochmal am Deadline Day war ja dann auch tatsächlich nochmal der Trimic im Gespräch. So zumindest bei den Medien. Aber hat dann der Club doch finanziell nicht stemmen können. Aber das wäre für mich ja Verstärkung gewesen, ey, der Trimic. So, jetzt hat er der Club. Miscican mit der Flanke. Pereira wartet unten, kommt aber nicht hin. Petrak kommt auch nicht hin, kann erstmal erklärt werden vom HSV. Jetzt macht aber der Club Druck. Der kommt nochmal über Petrak. Ah, wieder Fehlpass. Obacht geben. Jetzt keinen Kontakt bekommen. Sehr schön aufpasst. Miscican. Valentini ist stark. Ah, wieder nichts. Wieder nichts. Jetzt hat der HSV wieder überhand. Mittelfeld. Alter, greift ihn doch einer an. Nix da ist. Obacht geben. Naray.
Komm, hol ihn dir. Stark. Von Löwen, Alter. Dann dieser Monsterpass. Nee, das ist der Löwen. Quatsch. Ah, Jungs. Jungs. Ja, Schluss mit dem Mittelfeldgeplänkel. Visier runter und ab geht's. Obacht, Naray. Ganz frei. Flanke ist gut. Obacht, kommt noch ein Klubberer dazwischen. Jetzt weiter geht's. Ishak, müsst ihr schauen. Oben, komm. Wieso passt du so? Behrens. Pereira. Ah, Behrens verschleudert die Kugel. Naray jetzt wieder. Obacht, der HSV, der kommt wieder. Ah, die spielen halt einfach sicherer, sind Zweikampfstärke, alles Mögliche. Und dann gibt es jetzt Freistoß in der 60. Spielminute für den HSV. Könnte gefährlich werden. So, Janicic kommt rein für Aaron Hunt. Und Petrak geht raus und der Rhein kommt rein. Oh Mann. Ja, die Spieler können ja beim Global nichts dafür. Das ist so schlecht, sind mehr oder weniger. Ist halt bitter, momentan den Club zuzuschauen. Aber okay, Obacht jetzt. Jatta, Vorsicht, nochmal drüber. Gibt Abstoß. Wenigstens kein Ecken. Ja, und Cicic, jo, klar. Ah, Jan Cicic ist Kapitän. So schaust du aus. So. Ich brille euch, wer nichts sagen haben. Wir sind im Rückstand. Ihr dürft euch jetzt schon mal wegen bewegen. Behrens, Rhein, Mühl, Allmächtner. Ja, stark dazwischen. Ja, 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 fast war der drin, du. Ishak, Junge. Wenn der reingegangen wäre, Alter. Es hat tatsächlich nicht viel gefehlt. So, jetzt hat er nochmal Auswechslung beim HSV. Jatta geht raus und Ito, Alter, der ist auch gut. Den hätte ich auch gern beim Club. So, jetzt hat er der HSV Obacht geben. Die kontern und diese kontern. Sakai. Obacht, der ist ja ganz frei. Mensch, wieso ist denn da niemand beim Club? Sakai, jetzt hat er die Flanke, die ist scharf. Kann aber erstmal geklärt werden vom 1. FC Nürnberg. Und der Club versucht, der spielerisch zu klären. Schaffen sie es auch? Sehr schön. Jetzt hat er vielleicht. Ja, wunderbar. Kerk, der ist jetzt auch drin beim Club. Das vermischt die schon raus, oder was da? Sehr schön. Kein Abseits. Kerk. Wieder Kerk. Flanke. Eieieiei. Wo flankt denn der hin? Gibt Abstoß. Traurig, traurig. So, Christoph Moritz kommt nochmal rein. Für Aurel Mangala. Und Löwen geht auch noch raus. Und dafür Juja Kubo nochmal drin. Na, der ist auch nichts. Der ist auch nichts. Vermutlich wäre er was, ne? Also ich bin ja jetzt kein Anti-Kölner, ne? Aber vermutlich wäre er besser, wenn der Kölner der Trainer wäre. Behaupte ich jetzt mal so. Ne? Aber man weiß es halt nie, ne? Ich finde ja Kölner sehr, sehr sympathisch. So, Etzeler, Obacht geben. Santos. Obacht. Halb hohe Flanke und dann wird er geklärt. Und dann gibt es, ach, natürlich, was soll es denn sonst geben? Eckball für den HSV in der 74. Hier nochmal Ishak. Das war der zweite Schuss. Und selbst der geht nicht aufs Tor. Es ist halt einfach zu wenig. Santos Jetzeler. Obacht. Alter, nochmal abgefälscht. Nächste Ecke. Nächster Eckball für den HSV. Die schießen ja aus allen Lagen, ey. Meine Fresse. Oberschenkel, ne? Vom Rhein. Komm, hau jetzt den Ball weg da. So, Etzeler. Obacht geben, Club. Nochmal Ecke. Naray. Wird die Kugel reintreten. Oder flach. Er tritt sie rein. Obacht. Sehr schön. Erst einmal. Ja, großartig geklärt ist es auch nicht. Etzeler nochmal der HSV. Und dann hatten der Bredlo. Und dann hatten der Bredlo. Und jetzt soll es mal doch ein bisschen schneller gehen da. Leibe, komm Junge. Pereira.
Behrens kommt ja nicht hin, der kommt da nicht hin. Oh, Stark kommt ja doch hin. Meisterstückle von Behrens. Was ist das jetzt? HSV jetzt auch ein bisschen. Fang Hasche langsam das Zittern an. Noch 10 Minuten auf dem Tacho. Hat der 1. FC Nürnberg noch Zeit, aus einem 0:0 zumindest den Ausgleich machen und sich in die Verlängerung zu wechseln, zu retten. Aber dann dieser Fehlpass. Naray, der hat immer noch einen Speed drauf. Was ist denn mit dem los? Naray, Obacht, gebe die halbhohe Flanke. Bredl hatten. Und jetzt nach vorne, Leute. 10 Minuten. Jetzt ist auch wurscht, ob wir 1:0, ob wir 2:0 oder ob wir 3:0 verlieren. Der Club muss jetzt offensiv da ein bisschen was machen. Kubo. Ah, wieder nichts verpeilt. Drauf auf die Mutter, komm, Kirk. Drauf auf die Mutter. Dunderwetter, Holtby. Ah, HSV hat natürlich jetzt Platz. Stark, Ito, der ist jetzt ganz frei. Ito und, verzieht. Der Bredlo ist noch dazwischen. Der Bredlo hält noch den Club im Spiel. Hier nochmal Riesenparade. Ja, Mann, Bredlo. Der beste Klubberer heute auf dem Platz. Ist auch nicht schwer. So, Etzler nochmal Obacht geben. 85. Spielminute, nochmal Eckball für den HSV. Der wird wieder reingedreht von unserem Freund, den Santos. Der wird ihn bestimmt wieder kurz schlagen, der faule Sack. Obacht, Obacht, oh, Bredlo, nochmal eine Monsterparade. Wenn der nicht die Note 1 spielt, verdient hat heute, dann weiß ich auch nicht. Monsterparade auf den Fünfer-Eck, auf den kurzen Pfosten. Und Bredlo war dann zur Stelle. Gibt jetzt nochmal Eckball. Komm, du jetzt den Ball hier. Schau mal her. Hey, Schiri. Zeitspieler, ohne Witz. Obacht. Nochmal. Santos. Den kennen wir schon auswendig. Wird die Kugel. Jetzt pass auf, jetzt spielt er flach, der Sack. Geht doch nicht. Dein Glück, Santos. So. Kubo, was macht der jetzt mit der Kugel? Oh Gott, ich sehe schwarz. Ja, kann sich aber erstmal klären. Gewinnt er den Kopfball? Gewinnt er natürlich nicht. HSV jetzt wieder am Ball. Obacht gebe. Naray ist da. Kommt drauf auf die Mutter. Ja, Stark. Etzler vielleicht. 1. FC Nürnberg. Letzte Möglichkeit. Wir schreiben die 90. Spielminute. Großartig lang. Wird er auch nicht nachspielen, denke ich mal. Na, das wird nichts mehr. Freunde der Sonne. Der Club wird vermutlich ausscheiden hier. Aus dem DFB-Pokal. 3 Minuten Nachspielzeit. Bis ich jetzt den Einwurf ausführen, ist die erste Minute nach rum, ey. Schau mal her, wie langsam der tut. Mensch, Schiri. Echt. Schlafkappen da. Ja, das wird nichts mehr, Freunde. Obacht geben. HSV, versucht's nochmal. Stark! Bredlo, komm, letzte Minute. Alles vor jetzt. Alles vor. Bredlo, drisch die Kugel nach vorne. Der drisch die Kugel nach vorne. Aber dann ist wieder ein HSV-Kopf dazwischen. Obacht, Moritz, Holtby, Vorsicht, Moritz, schöner Pass. Dann kann erstmal geklärt werden, dann wird er rausgedroschen. Die 3 Minuten Nachspielzeit sind rum. Der Schiri pfeift ab. Der 1. FC Nürnberg scheidet aus dem DFB-Pokal aus. Verliert hochverdient mit 0:1 gegen den HSV. Ach Gott. Ja, so wird es dann auch morgen auch nicht anders sein, ne? Würde ich mal sagen. Ich hoffe natürlich, drücken wir dem Club natürlich die Daumen, dass er im DFB-Pokal weiterkommt. Dass ein bisschen Kohle reinkommt auch, ne? Für den 1. FC Nürnberg. Ansonsten, ja, sehen wir uns dann wieder zum Bundesliga-Prognose. Dann der Club gegen, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, gegen wen der Club spielt. Als nächstes. Und ja, ich hoffe, da seid ihr dann wieder mit dabei in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Einschalten und wie gesagt, bis zum nächsten Mal bei FIFA 19 mit der Prognose. Macht's gut, Servus. Euer Franconia. Ciao.